Heute wird es auf jeden Fall juicy, Freunde, denn wir haben neue Angaben seitens der Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy bezüglich, was ist eigentlich mit der Rian Johnson-Trilogie, die 2017 angekündigt wurde. Was können wir in den nächsten Jahren an Filmen erwarten und was wissen wir über diese? Darüber gibt es jetzt Infos und wir verschaffen uns da einen knackigen Überblick. Und dann kommen wir noch zu der Game of Thrones-Connection. Und ich sag euch, Leute, ich habe da so einen Lachkick bekommen. Ich nehme es gerade danach auf und wie gesagt, der Schwerpunkt ist heute der Filmbereich und die, ich sag mal, fraglichen, aber auch überraschenden Infos teilweise, die wir dazu bekommen haben. Also würde ich sagen, Film ab. This is where the fun begins. Kurz bevor es losgeht, Freunde, ihr habt jetzt eine riesige Chance, nämlich gibt es jetzt ein fettes Gewinnspiel anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Instant Gaming, wo ihr alles mögliche an krassen Goodies hier gewinnen könnt, darunter ein Gaming-Monitor, Intel Core i9 Prozessor, eine Switch OLED, so retromäßig einen Gameboy, eine PS5 ist auch dabei, also alles, was das Gamer-Herz begehrt. Insofern unbedingt dieses Gewinnspiel abchecken, ist eine super Chance, Link dazu ist in der Beschreibung. Super! So, lasst uns jetzt zunächst mal über das Rian Johnson-Thema reden und zuerst einmal habe ich hier den Artikel von Bespin Bulletin. Im ersten Abschnitt heißt es einfach, dass das, wie ich schon sagte, vor 5 Jahren angekündigt wurde, dass der Regisseur hinter dem allseits beliebten The Last Jedi nun noch eine weitere, was heißt weitere, noch eine Trilogie hinterher schieben wird. Über die Jahre hinweg hieß es dann immer mal wieder von Rian Johnson, dass der Bums immer noch stattfinden wird. Im nächsten Abschnitt kommt dann der Artikel wiederum auf den Vanity Fair Artikel zu sprechen, wo Kathleen Kennedy unter anderem über die ganzen künftigen Filme geredet hat und somit auch etwas über Rian Johnsons Trilogie. Ich werde gleich noch auch auf diesen Artikel eingehen und auch womöglich noch in anderen Videos, denn dort wurde echt viel über verschiedene Themen innerhalb von Star Wars geredet und der Artikel ist auch relativ lang. Bespin Bulletin bringt jetzt hier einfach das Zitat daraus, wo sie sinngemäß sagt, dass Rian einfach unglaublich beschäftigt mit Knives Out war und nun auch mit dem Deal, den er mit Netflix ausgemacht hat für mehrere Filme. Der Artikel kommt dann auch noch darauf zu sprechen, dass Rian Johnsons Trilogie nun 5 Jahre auf dem Backburner war. Was so viel auf Deutsch so viel heißt wie, dass die Trilogie im Prinzip 5 Jahre auf Eis gelegt war, beziehungsweise auf der Wartebank. Ihr wisst, was ich meine, es wurde halt nichts damit angefangen. Und jetzt kommt noch dazu, dass bereits Filme bis 2027 auf dem Zeitplan stehen. Es wären also nochmal 5 Jahre und deswegen sollten sie das Kind beim Namen nennen und sagen, dass der Bums nichts mehr wird, so der Artikel. Ich möchte dem noch eine Stelle aus dem Vanity Fair-Artikel hinzufügen, nämlich diese Stelle hier, wo es sinngemäß wie folgt heißt: Der Schwerpunkt auf das TV-Programm beeinflusst bereits die künftig kommende Filmpalette. Und dann wird Kennedy zitiert: Ich zögere, den Begriff Trilogie noch zu verwenden, denn bei Star Wars geht es vielmehr um Persistent Storytelling, also auf Deutsch halt sowas wie beständiges Storytelling. Was können wir also daraus schließen? Das klingt für mich so, als brauchen wir mit Trilogien in absehbarer Zukunft nicht mehr zu rechnen. Also, das war mal Star Wars, aber das ist nicht mehr Star Wars. Was Rian Johnson jetzt betrifft, habe ich ehrlich gesagt so den klaren Eindruck, dass die gute alte Kathy es mit ihrem Ego einfach nicht vereinbaren kann, zu sagen, dass es aus und vorbei ist mit dem Rian, denn Last Jedi ist ja der Lieblings- Film der Woken-Masse bei Lucasfilm, Leute wie ich und vielleicht ihr sind einfach nur misogyne Rassisten dafür, dass wir den Film und die Charaktere darin kritisieren. Aber gut, das sieht man ja auch bei den größeren Medien, die die Sequels einfach viel besser bewertet haben als zum Beispiel die Prequels. Ich merke, da ist ein gewisser feststehender Meinungskorridor, der da gepusht wird. Vor allem, wenn du dir so denkst, Digga, die Sequels sollen viel besser sein als die Prequels. Was, Bruder? Gut. Aber da wir jetzt schon beim Thema Filme sind, kommen wir doch einfach mal zu der Frage, was uns jetzt denn so in dem Bereich erwartet. Und ja, Leute, ich kann euch schon mal sagen, es sieht ziemlich düster und leer aus. Also, aber womöglich wird sich das ja in den nächsten paar Jahren ändern. Jetzt heißt es in diesem extrem langen Artikel, wo zum Großteil eben über die Serien gesprochen wird, bezüglich der Filme einfach nur: Wir haben eine Roadmap.
also seitens Kathleen Kennedy. Mehr Details sagt sie dann nicht, aber ich kann euch sagen, der erste Film, der wohl rauskommen wird, ist der von Taika Waititi, zumindest wird er laut Vanity Fair wohl vor Rogue Squadron von Patty Jenkins rauskommen und Kevin Feiges Projekt. Ursprünglich sollte Taikas Film ja 2025 rauskommen, ob das noch so ist, das wissen wir jetzt nicht. Irgendwelche Details zu Taikas Film haben wir auch nicht. Ich bleibe einfach mal vorsichtig optimistisch, denn er war ja auch an The Mandalorian beteiligt teilweise und weiß also hoffentlich, was er tut. Eigentlich war ja für dieses Jahr der Dreh von Rogue Squadron geplant, doch das wird jetzt auch nichts mehr. Und somit wird auch die Veröffentlichung Ende 2023 ja auch nicht stattfinden. Wann der Bums kommt, steht in den Sternen. Und ja, zu Kevin Feiges Projekt hat Kathleen Kennedy im Vanity Fair Artikel auch nur gesagt, ich würde liebend gern sehen, mit was für einem Film er ankommt, doch bis jetzt gibt es da nichts Spezifisches. Tatsächlich hat der Writer für Feiges Film, Michael Waldron, etwas vor kurzem gesagt, hier mal das Zitat von Comic Book Movie, in dem er quasi sagt, dass sie jetzt ernst machen mit dem Schreiben der Story, doch er hat jetzt nicht viel verraten, außer dass sein Werk halt unabhängig von irgendwelchen Sequels oder TV-Shows ist. Also scheint das für mich nach einem Standalone zu klingen. Was er ganz cool findet, weil es halt mal was anderes ist als das, was er für Marvel mit Doctor Strange gemacht hat, was halt zusammenhängend ist. Ja, soviel also zu den Filmen. Das ist doch schon ziemlich mager, muss man sagen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Star Wars ja im Grunde hauptsächlich Filme sind. Also die wichtigsten Bestandteile dieses Franchises sind eben ganz klar die ersten 6 Filme. Aber ja, gut, kommen wir einfach mal zu einer weiteren interessanten Stelle in dem Vanity Fair Artikel. Es wird Solo A Star Wars Story erwähnt und das ist der Film, der am wenigsten Geld eingespielt hat. Und was da nicht steht, ist, dass er sogar über 70 Millionen Dollar Verlust gemacht hat. Kennedy sagt in diesem Kontext, dass sie gelernt haben, dass Recasts wohl nicht einfach so gemacht werden können. Und sie bezieht sich dabei auf Han Solo. Und ja, ich konnte mich jetzt auch nie wirklich mit Alden Ehrenreich als Han Solo anfreunden. Nichts gegen ihn persönlich, aber ich finde, er sieht halt null so aus. Dennoch denke ich, dass vor allem Episode 8 an dem Misserfolg schuld ist, denn Solo kam einfach nur 6 Monate später raus. Das ist natürlich deutlich zu wenig Zeit fürs Marketing. Und ich frage mich auch einfach, warum sie den Film nicht einfach im Dezember 2018 statt im Mai 2018, 6 Monate später, veröffentlicht haben. Aber gut, keine Ahnung. Anknüpfend an diese Stelle hieß es dann im Artikel, dass wenn Star Wars künftig bestehen möchte, sie neue Schauspielercharaktere und eine neue Ära fernab von der Skywalker-Zeitleiste brauchen. Und langfristig stimme ich dem auf jeden Fall zu. Und da gibt es auch eine super Lösung. Und es ist mir ein absolutes Rätsel, warum man das nicht schon längst in Angriff genommen hat. Nämlich lautet die Lösung für dieses Rätsel die Alte Republik. Und warum? Weil das halt wirklich so etwas weit Entferntes wäre, was anderes, aber halt etwas, wo man sich sicher sein kann, dass es erfolgreich sein wird, dass es überhaupt erstmal wirklich Potenzial hat. Natürlich nur, wenn es gut ausgeführt wird und gut geplant wird, was ja eigentlich klar sein sollte, ist es aber scheinbar nicht, wenn man sich so die Sequels und deren Planung und so weiter reinzieht. Aber gut, das hatten wir ja schon. Und was genau könnte man da machen? Also zugegeben, um jetzt die magere Filmpalette zu füllen, eignet es sich jetzt, finde ich, eher weniger als für eine Serie, aber es geht beides, also Trilogie und Serie. Standalone-Film würde ich jetzt nicht machen. Und wie man es machen könnte, damit es erfolgreich wird, ist, indem man sich zum Beispiel Inspiration vom genialen MMORPG Star Wars The Old Republic holt und zum Beispiel von Game of Thrones. Da letzteres bekannter ist, schauen wir uns das mal an. Also GOT ist voller Intrigen, interessante Machtkämpfe, ist in einem mittelalterlichen Setting, könnte man sagen. Und da bietet sich einfach die Ära der Alten Republik doch perfekt an mit all den Kämpfen innerhalb des Imperiums, da es da ja noch die Regel der 2 gab und somit zahlreiche Sith und natürlich auch Jedi vorhanden waren, perfekt für kriegerische Themen, Intrigen und ich finde auch, um das Ganze etwas erwachsener zu gestalten mit Romanzen und ein bisschen brutaler. Was meine ich genau damit? Also, gut, man sollte jetzt vielleicht nicht so an die Sache rangehen, wie zum Beispiel mit der Szene in GOT von Emilia Clarke und Jason Momoa. Ihr wisst schon welche, die kennt so ziemlich jeder, auch wenn man die Serie gar nicht geschaut hat. Also, ich stelle mir halt gerade vor, wie das aussehen würde, wenn Lucasfilm heutzutage so eine Szene durchziehen würde.
Was gäbe es da für einen Aufschrei auf Twitter und den ganzen Mainstream-Medien, so... Das ist sowas von sexistisch und rassistisch und all diese inflationär gebrauchten Begriffe. Ich stell mir das so geil vor, Digga. Das Erotischste, was Star Wars zu bieten hat, ist dieser erbärmliche Kuss in Episode 9. Und dann überlegt euch jetzt mal den Stil von Game of Thrones. Ach ja, Alter. Ich würde auf mein Leben nicht mehr klarkommen, Digga. Ich glaube, wenn das passieren würde, dann würde ich auf diesem Kanal nur noch Videos machen, wo ich mich über die ganzen getriggerten Karens auf Twitter und so weiter lustig mache, weil dann hätte ich nicht mehr das Problem, dass die Videoideen ausgehen. Da wäre ich für alle Ewigkeiten dann gut bedient. Nee, aber Leute, jetzt mal im Ernst, also... Ich würde es halt so machen, dass man es gerade noch so im Altersbereich 12 plus hat. Also gerade so, nicht ab 16, weil es halt Disney ist. Als Regisseur hat man dafür wahrscheinlich auch ein besseres Gefühl, wie das laufen würde. Ich würde halt nicht ganz so reinhauen wie bei GOT damals in den guten alten Zeiten, ne? Aber ich sag mal so, es gibt ja extra Shows für Kinder, wie zum Beispiel Star Wars Resistance. Und warum dann nicht auch was für ein reiferes Publikum machen? Vor allem, wenn es gerade noch so 12 plus ist. Aber dann komplett ausreizen, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich hoffe, ihr seht da schon das Potenzial drin. Also, ich sehe da sehr viel Potenzial, das da wirklich drin stecken würde. Also, das ist ja wirklich der Hammer, wie reichhaltig die Stories allein schon beim bereits erwähnten Star Wars The Old Republic sind. Also, das ist ja wirklich eine Schatzkammer, wenn man mit guten Stories und Charakteren Cash verdienen will. Man darf es dann natürlich nicht verkacken und bei Disney ist das halt immer so eine Sache. Deswegen kann ich es schon verstehen, dass manche es gut finden, wenn die alte Republik jetzt unangetastet bleibt, abgesehen vom KOTOR-Remake. Aber wir werden sehen. Ich kann euch die Ära wirklich nur wärmstens empfehlen und deswegen seht ihr jetzt hier im Abspann eine Playlist von ein paar der besten und krassesten, noch sehr, sehr unbekannten Stories aus der alten Republik. Also wirklich absolute Empfehlung, sich den Bums mal reinzuziehen, denn das ist Star Wars vom Feinsten und ist nur ein Klick entfernt.